Danach spricht er über die Realität des Zornes. Wie kann man die Realität des Zornes besser begreifen? Hier erwähnt er auch einige Sachen. Ich denke eher, dass das nicht wortwörtlich zu verstehen ist, sondern metaphorisch dargestellt werden soll, was den Menschen so passiert. Denn er sagt zum Beispiel hier, der Zorn ist, bedeutet, dass das Blut im Herzen kocht, dass das Blut im Herzen des Menschen kocht, um nach Rache zu suchen, unter anderem, um nach Rache zu suchen. Das ist wahrscheinlich nicht wortwörtlich so richtig. Ich glaube nicht, dass da im Herzen Blut kocht oder so. Natürlich wird der Körper wärmer, deswegen erröten manche Menschen, wenn sie zornig werden. Das Herz schlägt schneller. Also durchschnittlich 60, 70 Schläge, sahih, pro Minute. Wenn man erzürnt, schlägt es manchmal über die 100. Das ist natürlich erprobbar, aber das, was er hier nennt, Allahu a'lam. Er sagt dann, wenn der Mensch erzürnt, kocht sein Blut und verbreitet sich in den Venen des Menschen und sein Gesicht errötet, seine Augen manchmal auch, die Augen erröten. Und er sagt, all dies zeigt, was sich in seinem Geist gerade abspielt. Das ist wie so ein Glas, ne? Wenn du ein Glas hast, dann kannst du die Farbe des Getränkes dahinter sehen. Und genauso der Mensch, wenn er errötet und seine Augen rot werden, seine Venen anschwellen, dick werden, er schaudert oder zittert. Manche sabbern auch, wenn sie wütend werden, lassen sich Schaum aus dem Mund wie so ein tollwütiger Hund. All das zeigt eigentlich, was sich in seinem Inneren gerade abspielt.